Ganz kurz, um die Fakten auf den Tisch zu legen. Wir haben jetzt Mitte Juli und die Menschen reden immer von Türkei ist teuer. Und ja, es ist nicht günstig und es ist wahrscheinlich vergleichbar teuer. Auf jeden Fall. Aber ganz kurz mal, wir waren im Kommagene-Laden. Das ist ein super günstiger Laden, definitiv. Das ist ganz krass. Ihr kennt ja vielleicht Chi-Köfte, beziehungsweise auch Mega-Dürüm-Köfte. Das heißt, das ist wie so eine Art Lahmacun, aber ohne Fleisch, dafür mit viel Salat und Soßen. So. Und da haben wir zu viert, wir waren jetzt zu viert, vier Erwachsene, jeweils einen kleinen und einen mittleren Dürüm, Chi-Köfte-Dürüm sozusagen, gegessen. Und das hat uns gekostet 260 Tele. Darfst du ausrechnen, geteilt durch 36 der Wechselkurs aktuell. Meiner Meinung nach super günstig, super fair, absolut okay. Ja, jetzt aber danach als Nachtisch. Ich war voll und satt hin und her, aber Mandana wollte noch ein bisschen was schnabulieren und hat sich einen Cheesecake, einen San Sebastian quasi gegönnt mit Schokosoße obendrauf in einem Laden, der mit einer Senorita zu tun hat sozusagen. Und wir haben aber noch drei Chai dazu getrunken. Also da waren wir zu dritt. Mama war spazieren. Das heißt, ein Kuchenstück, drei Tees waren 360 Tele. Also genau 10 Euro. Ja. Nur mal so. Nice to know, damit du das mal gehört hast. Schauen wir weiter im Video. Okay, wir sind wieder zu Hause angekommen. Und ich drehe jetzt gleich die Kamera und ich zeige dir, was wir gekauft haben in BIM. Das ist vergleichbar wie mit Aldi bzw. auch Lidl in Deutschland. Und dann sage ich dir den Preis. Ich habe den Kassenbeleg, also bleib dran. Hier Wassermelone. Also hier, ihr seht, meine Hand ist jetzt nicht klein. Hier, was ist das eigentlich? Ich war nicht dabei. Öl und irgendwie sowas. Was ist das? Essig. Das ist Essig, glaube ich. Dann haben wir hier Zwiebeln. Auch richtig viel, also nicht wenig. Und einmal so ein Waschmittel. Das war richtig gut, weil das nutzen wir standardgemäß. Da achten wir schon auch ein bisschen auf die Qualität. Und halte dich fest. Das waren 312 Tele. Ja, ich blende es hier ein, wie viel Euro das sind. Kannst du aber auch nochmal ausrechnen. Beim Wechselkurs von aktuell grob 36. Dann aber, Mama war noch vorher bei Jüsbier. Das ist auch ähnlich wie Penny jetzt, sage ich mal, in Deutschland. Da hat sie das geholt. Ja, also richtig viele Zitronen, Tomaten, Zucchini und nochmal so Linsen. Ja, also jetzt kein Großeinkauf. Ganz entspannt. Und das waren 229 Tele. Ja, also 230 Tele. Blende ich auch hier ein, wie viel das ist. Nächster Stop für euch bin ich jetzt bei Burger King. Jeder kennt es, weltbekannt. Und da hast du sicherlich die deutschen Preise im Kopf. Und dementsprechend schau dir das an, wie die Preise hier in der Türkei sind. Und hier haben wir sogar die Plenty Whopper Geschichte. Ja, die haben riesen Auswahl, ne? Boah. Was ist das hier? Spinat oder was ist das? Ja, genau. Richtig cool. Okay, ihr habt es gerade gesehen, wir waren beim Market. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Preise euch aufschnappen und das Ganze durch 36 aktuell teilen, damit ihr mal einen Preisvergleich habt. Ich finde das bei so einem Markt
relativ günstig, also wirklich sehr, sehr gut. Aber jetzt auch hier für alle Raucher natürlich nochmal sehr interessant. Eine Schachtel Zigarette, je nach Marke natürlich, ist unterschiedlich. Wir haben jetzt einmal Camel White und einmal Winston Grey geholt. Und da ist ein Preisunterschied zwischen 64 Thele und 68 Thele. Ja, also grob 1,80 Euro bis 1,90 Euro die Schachtel Zigaretten. Also wirklich sehr, sehr cool. Die Wassermelonen, die ihr vielleicht auch gesehen habt, ist das Kilo 17 Thele. Dann an alle Autoliebhaber natürlich ganz wichtig zu wissen, wir, die Deutschen, wir lieben natürlich unser Auto und wollen das sauber und gepflegt halten und dementsprechend geben wir es ab und zu mal zur Wäsche ab. Hier kann man das machen, in Deutschland legt man auch gerne selber Hand natürlich an, aber was haben wir jetzt bezahlt? Heute stand grob 20. Juli 24 und zwar 450 Thele für Innen- und Außenwäsche. Jetzt bin ich bei BIM. BIM ist ein Laden wie in Deutschland vergleichbar, eventuell mit Aldi oder auch Lidl und dementsprechend hier zeige ich euch jetzt mal ein bisschen was vom Fleisch. Wir selber essen das nicht, aber damit ihr mal eine Preisvorstellung habt. Hier sind chinesische Nudeln. Das ist natürlich was anderes. Hier haben die sogar von Knorr so Suppenwürfel. Hier haben wir Öle. Und das ist natürlich das allerbilligste Öl, Sonnenblumenöl. Nicht nur billig, sondern auch ungünstig für die Gesundheit. Hier haben wir Cornflakes. Gibt natürlich auch Markenhersteller hier, Kellogg's, Nesquik, Nestle. Das sind alles Sachen, die wir selber nicht nutzen, aber für euch zum Zeigen. 1 Liter Milch, 1 Euro. Hier so ein Joghurt. Milchschnitte ist bekannt. Hier so ein 3 Liter Eimer Joghurt. Und der ist, glaube ich, 5 Liter. Ja, 5 Kilo. Und dann haben wir hier weiteren Käse in verschiedensten Formen. Macht einfach Stopp, schaut euch das an, macht einen Screenshot, zoomt ran, damit ihr echt mal einen Vergleich habt. Hier so ein Aufstrich, Tase, den nutzen wir ab und zu. Oder hier Schablettenkäse aus Deutschland, kennt man. Hier auch noch mal so Wurst. Eigentlich alles so Sachen jetzt hier, die wir selber gar nicht essen. Wir sind ja vegetarisch. Ja, hier der Käse. Hier noch mal Tiefkühlkost. Hier nochmal Eis,
Don Durma. Und hier nochmal so Nudeln. Da haben wir natürlich verschiedene Preise hier. Hier auch nochmal wichtig, Waschmittel natürlich für jeden Gebrauch. Domestos, das ist sogar bekannt in Deutschland. Spülmittel, so Schwämme, Toilettenpapier und Zeber. Windeln, also bei so einem BIM gibt es schon einiges. Feuchtpapier.